Hallo mein Lieben, ja herzlich willkommen zur nächsten Review von meinem September K-Pop Haul und jetzt sind die Girl Bands dran und wir fangen an mit Dreamcatcher, das fünfte Mini-Album Dystopia Lose Myself und wie ihr schon sehen könnt, ja, es kommt in vier Versionen, zwei davon sind limitiert, einmal diese und einmal diese. Und das sind die quasi normalen Versionen. Aber da ich ein großer Insomnia bin, muss ich natürlich alle vier Versionen haben. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal schön der Reihe nach. Und legen die erstmal zur Seite. Und fangen mit dieser an. Das ist Version S, eine von den limitierten. Und auch die einzige, die in diesem etwas dickeren Packaging kommt. So, einmal das Cover vorne. Alle Cover haben diesen tollen Hologramm-Effekt. Sehr schön. Albumtitel. Und die Tracklist hinten. Und dann machen wir mal auf. Ui. Oh, ach du Heiliger. Okay, da ist noch jede Menge anderes Zeug drin. Aber dazu kommen wir später. Das denke ich mir mal, ist das Fotobuch. Das man so nach oben aufklappt. So. Ein bisschen ranzoomen. Okay. So. Kamera justieren. So müsste es gehen.
Wow, hier hinten sind endlich die Lyrics. Es ist ein riesig dickes Fotobuch. Hier unten, es sind 180 Seiten. Wow. Das ist... Jetzt weiß ich, warum das eine limitierte Version ist. Du liebe Zeit. Okay, das war das Fotobuch. Das war schon mal stark. Und jetzt haben wir hier noch... Oh Mann, so viele Sachen noch. So. Ah, Fotokarten. Einmal von Sua. Huch, so rum. Dann einmal Gio. Dann, ja, wie in ihrem letzten Album auch, Pappaufsteller. Einmal von Dummy. Oh. Auch sehr schön. Und mein Gott, was haben wir da noch? Komm raus. Es hört gar nicht auf. Das ist ja der Wahnsinn. Nochmal eine große Fotokarte. Von Dummy. Und mein Gott, was ist das? Das will nicht raus. Komm. Mein Gott. Okay, hier ist auf jeden Fall die CD. Nicht zu vergessen. Und wow, auch das hier innen drin hat diesen. Ist so mit. Oh, das ist total klasse. Wow. Was ist das? Aufkleber, Sticker. Okay, und ich schätze das hier. Ah ja. Ne, Bookmark, also Lesezeichen. Ah, und damit kann man sich quasi seinen eigenen Traumfänger basteln. Das ist ja klasse. Ich glaube, das werde ich mir tatsächlich aufhängen. Ich glaube, das werde ich nicht hier drin lassen. Das werde ich tatsächlich aufhängen. Wow. Halleluja. So. So. Alles erstmal wieder sicher verstauen. Wohlgemerkt, das war nur die erste Version. Okay, das war Version S. Es kann ja eigentlich nur noch besser werden. Okay, die zweite Version H. In grün. Also das jetzt in der normalen Dicke, wie die anderen auch. Das denke ich mal. Ja, hier an der Seite aufmachen. Das sehe ich in letzter Zeit eigentlich häufiger bei Alben, dass man die Pappverpackung so aufklappt. Ja, interessant. Oh Gott, hier ist auch so viel Zeug dabei. Okay, hier haben wir erst einmal die CD. Das sieht schon mal sehr schön aus. Und dann, ach ja, auch wieder Fotokarten. Noch einmal Sua. Irgendwie habe ich mit Sua. Dann Jojon. Und Shion. Und ein Pappaufsteller, ja, noch einmal Dummy. Noch einmal ein Sticker.
So, und dann schätze ich, das ist das Fotobuch. Nicht so dick, aber... Ach, noch mal die Lyrics hier hinten. Und ja, natürlich nicht so dick wie das aus der Ausversion S, aber trotzdem, also auch wieder wunderschön. So, jetzt wieder richtig zusammenfalten. So, das war Version Nummer 2. Dann kommen wir mal zu Version 3. Version E in Rot. So. So, Fotokarten. Einmal Gio. Einmal Gachon. Und noch einmal Sua. Ich habe wirklich Glück irgendwie dieses Mal mit ihr. Oh, endlich ein anderer Farbaufsteller. Und Shion. So, noch ein Sticker, diesmal in Gelb. Und dann das Fotoalbum. Ups, Lyrics am Ende. Oh, meine Güte. Alles wieder zusammenfalten, ne? Gut, und dann sind wir endlich bei der vierten Version, bei Version D in Gelb. So.
Als erstes wieder einmal die CD. Und dann Pappaufsteller. Fotokarten. Wieder einmal Chiu. Okay, hier sind offenbar nur zwei Fotokarten drin. Und noch einmal Sua. Ich habe irgendwie richtig Glück mit Sua dieses Mal scheint. Ja. Ja. So, und dann nochmal ein Sticker, dieses Mal in Blau. Und das vierte und letzte Fotoalbum. Und auch hier wieder die Lyrics am Schluss. Oh. So. Wieder alles schön zusammenfalten. So. Wow. Puh. Also ich kann jetzt schon mal sagen, ich bereue es nicht, mir alle vier Versionen gekauft zu haben. Also es ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also ich fand es bei ihrem letzten Release schon klasse, was die da alles reingepackt haben in die Version, und hier ist es wieder mal genauso genial. Und vor allen Dingen, es ist nur in Anführungsstrichen ein Mini-Album, aber es ist der absolute Hammer. Also total genial. Und also ich sage, ich liebe Dreamcatcher einfach so. Und wenn ihr Dreamcatcher noch nicht, noch kein Fan seid, noch kein Insomnia seid, dann verpasst ihr wirklich was. Also werdet ein Insomnia. Ja. Ja, ich bin wieder mal geflasht. Total genial. Absolut super. Ja, ich werde wieder mein Regal umräumen müssen, damit mehr Platz für die ganzen neuen Alben ist, aber ich bereue nichts. Okay, ja, ich habe mich bemüht, vor allem über die Fotobücher so schnell wie möglich durchzukommen, damit das Video nicht allzu lange wird. Jetzt sind es doch wieder 20 Minuten geworden, also quatsche ich auch nicht viel weiter. Ja. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann lasst sie gerne unter dem Video. Und ansonsten sage ich, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!